ist ja also wohl da, der Moment, der Tag, Tschüss und Ade zu sagen zu Regina Halmich. Die Regina hat einfach Temperament, schon immer gehabt, schon immer. Und sie hat davor nichts Angst. Ab dem Moment, wo ich das erste Mal gewonnen hatte, wusste ich, dieses Gefühl, das will ich immer haben. Ich bin nach Hause und habe gesagt, Mama, Papa, ich gehe nach Las Vegas. Die, um Gottes Willen, Kind, was machst du in Las Vegas? Es war eine wahnsinnige Prügelei. Hab das schon mitgekriegt? Sie hat nicht geweint wegen der Schmerzen, sondern die hat geweint, was sie verloren hat. Ich habe gedacht, ach, jetzt haben doch alle genau die Bilder bekommen, die sie wollten. Unter dem Motto Frauenboxen ist der letzte Scheiß. Sie hat ja wirklich von ganz, ganz, ganz unten angefangen und hat sich heute ganz, ganz, ganz nach oben geboxt. Ich glaube, das ist ein einmaliger Weg. Es ist der letzte Kampf oder es soll der letzte Kampf sein. Jetzt liegt es eigentlich nur noch an mir, was ich daraus mache. Bei den Amazonen in der griechischen Mythologie, da wäre sie eine Königin geworden, eine Regina. Aus Karlsruhe, Regina.